Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es die Auflösung von der 10 € PlayStation-Kartenverlosung Nummer 2. Wie viele von euch wissen, habe ich ja die 10 € PlayStation-Karte nochmal verlost, weil ich in der alten Auflösung jemanden vergessen habe aufzuschreiben. In diesem Video werde ich aber aufpassen, dass das nicht passiert. Aus dem Grund, ich habe jetzt hier TikTok offen auf meinem Laptop und ich werde jetzt beide Videos, also die neue Verlosung und die alte Verlosung, dort werde ich jetzt drauf gehen und werde dann von beiden Videos alle Teilnehmer hier abschreiben und auf Zettel draufschreiben. Und auf YouTube habe ich ja ebenfalls noch ein paar Teilnehmer. Dort werde ich dann gleich auch noch vorbeischauen und werde dort die paar Teilnehmer, die dort mitgespielt haben, auch noch aufschreiben. Also, zuerst lese ich jetzt aber mal alle Leute vor, die mitgespielt haben. Ja, genau. Also das ist jetzt hier das neue Video. Ich hoffe, das fokussiert. Genau. Einmal Dominik TG, Maxim, User 50 irgendwas, ich lese es jetzt nicht ganz vor. Genau, und wenn irgendjemand antwortet, dann sehe ich ja, ich habe den schon gesagt, dann brauche ich den jetzt nicht nochmal aufschreiben. Ich gucke aber hier trotzdem in den Antworten, ob hier noch andere Leute zu sehen sind. Nein, sind es nicht. Dann haben wir Jonas-MNL, Salamandermann, und ja, da haben wir jetzt nochmal den gleichen. Also ich zähle jeden nur einmal. Dann Diego. Dann 46 Memokan. Le-Le. Cedric Jonkmans, also JNK. Max Kuni. 085 IT. Ja gut, bei solchen Namen schaue ich dann oft hier nochmal rein. Manuel-Reinfelden, genau. Dann hier haben wir einen, der heißt Oski666. Yannick-126. Robin, Tom, OKZ.46. Itachi, Rashi oder wie man das ausspricht. Dann 1907, wen haben wir hier? Itachi-Ushia, okay. Malvin, TheGoat46, Olion, Leon, Marholz961. Ja, und jetzt sieht man auch direkt, es haben viel mehr Leute mitgespielt, das freut mich doch sehr. BVB, okay. Only BVBE, Adli 1738, Motohub, Pascal, Reton.le, Tom, Ben 74ST. Ups, jetzt bin ich aus Versehen draufgekommen. Löschen wir die Seite mal schnell wieder. Dann TR, da gucke ich jetzt mal genau. Der heißt TAKE aus 40, okay. Daniel. Und dann noch irgend so ein Name, den lese ich jetzt nicht vor, aber ich zähle es natürlich auch mit. Dann, den hatten wir gerade eben schon, oder? Ben74ST, genau. Den hatten wir auch schon. Hannes, Kahn, Noah, TR on top. Tomo, Tomate. Ach Gott, was sind das denn für Namen hier? Patrick-07. Dann Ehren, Psycho, 7UF, irgendwas. Ich glaube, da hat jemand sein Computerpasswort eingegeben als Name. Ich mache nur Spaß, Leute, ihr wisst Bescheid. So, das waren jetzt alle Teilnehmer von dem ersten Video. Aber letztes Mal hatte ich es auch, dass mir ein paar Leute nicht angezeigt worden sind. Aus dem Grund, um sicher zu gehen, dass ich wirklich jeden aufschreibe, werde ich gleich nochmal auf meinem Handy schauen und werde dann von dort alle Leute aufschreiben. Genau,
Unter dem alten Video, das sind es eigentlich die gleichen Leute. Ich gucke da sicherheitshalber auch nochmal nach und werde dann diesmal wirklich alle Teilnehmer aufschreiben. Und ich werde es auch mehrmals überprüfen und zeige euch am Schluss nochmal alle Zettel. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich schreibe jetzt die Zettel. Bis gleich. So Leute, ich habe jetzt alle Zettel fertig geschrieben. Mir wurden auf meinem PC auf TikTok leider nicht alle Leute angezeigt. Ich habe jetzt deswegen nochmal auf meinem Handy nachgeschaut und habe von dort alle Teilnehmer aufgeschrieben. Leute, und wie ihr sehen könnt, der Tisch ist voll. Also diesmal haben wirklich extrem viele mitgespielt. So, und dass ihr selbst überprüfen könnt, ob ihr aufgeschrieben worden seid. Ich werde jetzt hier einmal ganz langsam hier durchgehen. Weil ich lese jetzt nicht nochmal alle Leute vor. Aber irgendwas ist da schon merkwürdig, weil auf meinem Laptop in TikTok werden mir nicht alle Leute angezeigt. Aber auf meinem Handy in TikTok, da werden mir komischerweise dann doch alle Leute angezeigt. Naja, wie dem auch sei, ich werde es in Zukunft dann immer von meinem Handy ablesen, wenn ich die Karten schreibe. So. Und jetzt als nächstes werde ich alle diese Zettel zusammenfalten und dann hier auf dem Tisch verteilen, durchmischeln und eine Karte ziehen. Okay Leute, also ich habe jetzt alle Zettel zusammengefaltet und jetzt ist das Ganze hier etwas übersichtlicher geworden. Ich habe meinen Laptop kurz woanders hingestellt, damit ich hier mehr Platz für die Karten habe. Und ich möchte jetzt zuvor schon mal sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals so viele Leute bei einer Verlosung von mir mitgespielt haben. Also schon mal im Voraus vielen herzlichen Dank an alle, die jetzt hier mitgespielt haben. Genau, und ich werde jetzt diese Zettel noch schön zusammenfalten, damit auch jeder die gleiche Chance hat, gezogen zu werden und um diese Karte zu gewinnen. Und ich möchte noch eine kleine Sache anmerken. Und zwar, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ich wüsste doch, wo wer drunter steht oder wo welcher Zettel ist. Nein, ich weiß nicht, wo wer drauf steht. Aus dem Grund mische ich die Karten ja auch immer durch. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo jetzt irgendein Teilnehmer draufsteht. Ich ziehe die Karten übrigens auch blind. Also ich sehe nichts und ich kann da nicht irgendwie beeinflussen, wen ich da ziehe. Das ist absoluter Quatsch. Also das stimmt nicht. Okay, in dem Sinne, ich werde jetzt die Karten durchmischeln und dann werde ich eine Karte ziehen. Okay, Leute, ich habe jetzt alle Zettel durchgemischelt und jetzt kommt der große Moment. Ich werde jetzt die Augen schließen. So, und jetzt werde ich, gut, das sind ja überall Zettel, also ich kann mich ja hier nicht vergreifen. Ich werde jetzt irgendeinen Zettel ziehen. Zwar, ich nehme jetzt einfach mal, na, was haben wir denn hier? Diesen Zettel hier. Diesen Zettel habe ich gezogen und gewonnen hat Yannick-126. Herzlichen Glückwunsch, lieber Yannick. Du hast die 10 € PlayStation-Karte gewonnen. Ja, genau, du bist der glückliche Gewinner für heute. Aber trotzdem an alle anderen natürlich wie immer auch ein herzliches Dankeschön. Wie gesagt, so viele Leute wie dieses Mal haben noch nie mitgespielt bei einer Verlosung. Und es werden in Zukunft auch definitiv mehrere Verlosungen folgen. Also bei jedem, bei dem es jetzt nicht funktioniert hat, macht euch keine Sorgen, ihr habt sicher noch einmal die Chance, eine Karte zu gewinnen. Aber Yannick-126, du hast jetzt für heute die 10 € PlayStation-Karte gewonnen. Ich werde dich jetzt anschreiben und werde dir dann den Code von der 10 € PlayStation-Karte zuschicken. Genau, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich oder gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal, euer Lukas. Ciao, Leute.